Wie erstelle ich technisch richtigen Anschnitt bei InDesign? Wir erklären es euch, bleibt dran. Moin Moin auf unserem Kanal Marketing Tooltime, heute mit einem kleinen Tutorial zu InDesign. Und zwar, wie erstelle ich technisch richtigen Anschnitt? In einem unserer letzten Videos haben wir euch erklärt, was Anschnitt und auch Beschnitt ist, wofür man den in der Produktion braucht. Und heute zeigen wir euch einmal, wie man den einstellt. Dazu öffnen wir einmal InDesign und erstellen ein neues Dokument. Wir nehmen einfach mal A4, das ist schon voreingestellt. Und hier seht ihr schon Anschnitt und Infobereich. Den klickt ihr einmal an. Und ich habe hier schon überall 3 mm eingestellt. Man kann hier auch mehr oder weniger nehmen. Aber 3 mm ist normal Standard. Jetzt erstellen wir einmal das Dokument. Und jetzt sieht man schon, um das Nettoformat, um die DIN A4-Seite, euren Flyer zum Beispiel, ist jetzt noch eine kleine rote Linie mit 3 mm Abstand. Wenn ihr jetzt Sachen platzieren wollt, wie Bilder oder Grafiken, die quasi bis zum Rand gehen sollen, dann platziert ihr bitte nicht einfach bis zum Rand, sondern über den Rand hinaus. Ich werde hier gleich mal einen Test machen. Eine farbige Fläche über den Rand hinaus und eine nur bis zum Rand. Wenn ihr jetzt den Anschnitt von vornherein nicht daran gedacht habt, vergessen habt, könnt ihr aber jederzeit auch verändern. Geht ihr einmal unter Datei, Dokument einrichten rein. Und hier seht ihr die Einstellung. Ich könnte jetzt hier auch 10 schreiben und seht ihr schon, der Bereich wird jetzt größer. Aber wir bleiben mal bei 3. 10 werden dann doch ein bisschen groß. So, jetzt schreiben wir einmal ein PDF. Da muss man auch einige Sachen bedenken. Sonst macht das Ganze nämlich keinen Sinn. Ich nenne das einfach mal Beschnitt. Speichern das. So, und jetzt geht ihr einmal unter Marken und Anschnitt. Da seht ihr unten die Anschnitts- und Infobereich-Einstellungsmöglichkeiten. Wir brauchen den jetzt nicht extra hinzufügen, weil das Dokument hat ja schon einen. Den klicken wir an und die 3 mm werden sich gezogen. Ich mache noch einmal Schnittmarken an, dann kann man das sehr gut sehen gleich. Exportieren wir einmal, da ist es schon. Und ich habe mir so eingestellt, dass dieser grüne Rahmen hier das Nettoformat ist, quasi euer Flyer, den ihr nachher in der Hand haben wollt. Und man sieht sehr gut, hier sind die Schnittmarken. Ich mache einmal die Lineale an. Hier würde jetzt ja die Maschine normalerweise schneiden und hier auch. Da es dabei Toleranzen gibt, das haben wir euch ausführlich in dem anderen Video erklärt, wird nicht immer ganz genau auf dieser Linie geschnitten, sondern auch mal ein bisschen davor, ein bisschen danach, weil es einfach Drucktoleranzen sind. Wäre jetzt hier überhaupt kein Problem, weil es wäre einfach alles schwarz. Problem wäre es hier, deswegen habe ich die zweite Fläche mal gemacht, wenn die Maschine jetzt hier schneiden würde, dann wäre da natürlich einfach mal ein weißer Blitzer. Das wollen wir natürlich vermeiden, das sieht unschön aus. Dafür gibt es den Anschnitt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Wenn euch das gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal und macht die Glocke an. Und liked auch gerne das Video. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch andere Funktionen erklärt haben wollt, ja, schreibt das ebenfalls in die Kommentare. Ich bedanke mich und wir sehen uns beim nächsten Mal.